Verdammt, Elster. Tote Eulen. Fickt euch. Gib auf den Sack, Alter. Weil warum diese fancy Räume, Alter? Wäre doch was Flintmunzeln, ne? Ja, Flintmunzeln immer noch hier. Ah, Waffe runter, Elster. Okay, gut, dann gehen wir kurz hoch. Gehen wir kurz hoch, speichern. Und ja. Verdammt nochmal geil. Sorry, ich meinte richtig nochmal geil. Büchereischlüssel? Jawohl, mein Schlüssel. Ja, bitte. So, wieder runter. Actually ganz runter, weil Bücherei ist im achten Untergeschoss. Ja, jetzt stehen die auf, die Wichser. Oh, da liegt, da ist jemand. Ist das eine Eulenheit? Ich weiß, wer ist hier. Kolibri. Wer bist du denn? Du gehörst nicht zu unserem Personal. Ja, das tue ich. Die anderen, sie haben sich verändert. Wir singen nicht mehr im Einklang. Früher konnte ich in ihre Köpfe sehen. Wir waren eins. Zusammen haben wir sie alle gelenkt. Aber jetzt kann ich ihre Gedanken nicht mehr lesen. Verstehen. Ich war noch nie so allein. Die anderen sind noch zusammen, aber ich bin hier draußen. Und sie lassen mich nicht rein. Ich kann ihr Lied nicht mehr ertragen. Das ist der einzige Ort, wo ich sie nicht hören muss. Der einzige Ort, wo ich sicher bin. Ich kann nicht mehr. Ich wünschte, ich wäre auch wie die anderen geworden. Dann wäre ich zumindest nicht alleine. Ich hasse das alles. Fuck, das Kopf ist kaputt. Guckt sich mal an, Alter. Scheiße, und alles, da kann ich dagegen machen. Bekannte Replika-Probleme Teil 4. Das ist nicht mehr vor, ich meine, das steht jetzt gleich. Kolibri. Große Aufmerksamkeit sollte den Kolibris geschenkt werden. Ihr naturales Muster ist sehr instabil und ihr Bioresonanzmodul macht sie sehr anfällig für äußere Einflüsse. Wie die meisten bioresonanten Individuen erzeugen Kolibris oft unterbewusst emotionale Rückkopplungsschleifen, indem sie die Gefühle von um sie herum imitieren und wieder ausstrahlen. Dies macht sie zu einer Art Verstärker für Emotionen. Obwohl sie dazu ausgebildet sind, diese Verhalten zu erkennen und zu unterlassen, können sie bereits in instabile Einheiten gelegentlich in den Persona-Zerfall verlangen. Durch ihre bioresonante Verbindung variiert die Entwicklung des neuralen Musters in Kolibris weniger als in anderen Modellen. Der konstante Austausch von Erinnerung und Emotionen zwischen Einheiten eines Kaders fungiert als Sicherheitsnetz, das extreme Veränderungen puffert. Wenn aber der Großteil eines Kaders vom Persona-Zerfall betroffen ist, werden die restlichen Einheiten mitgerissen. Deshalb ist es besonders wichtig, Kolibri-Einheiten sofort auszumustern, wenn sie beginnen, Anzeichen von Persona-Zerfall zu erzeugen. Zur Personalstabilisierung sollten Kolibri Zugang zu einer gut ausgestatteten Bücherei haben. Ja, die ist eigentlich komplett am Arsch jetzt. Die da jetzt sitzt. Ist eigentlich verloren. Guck dich mal das Ding an, Alter. Die kommt gar nicht mehr klar. Sipinski 23 Protektor, Bücherei, gesichertes Bibliothekssystem, Kalibrierungsfehler, manuelle Störung benutzen, Hindernis entdeckt, Systemstörung. Was? System. Orientierung. Okay. Ich verstehe nicht, was muss ich machen?
Ja. Ich verstehe es nicht ganz. Autorisierung. Systemorientierung. Hindernis entdeckt. Manuelle Steuerung benutzen. Aber was will ich hier machen? Was ist das Ziel? Bekannte Replikaprobleme Teil 3. Ich kann es nicht aussprechen. Papagei. Dieses neurale Muster ist extrem stabil. Wenig muss getan werden, damit Minenhas Papageien glücklich bleiben. Sie vertragen sich dank ihrer manchmal unterwürfigen, manchmal mütterlichen Persönlichkeit gut mit den meisten anderen Modellen. Anders als bei anderen Modellen ist Tagebuchführung zur Persona-Stabilisierung kein Muss. Kleine Stofftiere können als Fetischobjekte gegeben werden, aber welche, die wie Katzen aussehen, sollten vermieden werden, da sie Gestaltänderungen heraufbeschwören könnten. Adlereinheiten arbeiten am besten, wenn man sie allein lässt. Sie kommen nicht gut mit an ihrer eigenen Sorte aus. Üblicherweise werden sie emotional sehr abhängig von ihrer Kommandantin. Adler sind sehr anfällig für bioresonante Suggestion, wodurch sie recht leicht zu kontrollieren sind. Allerdings langweilen sie sich schnell und brauchen regelmäßig neue Fetischobjekte zur Stabilisierung. Ja, der Typ ist ein scheiß wie der Shit, deswegen hat er das runtergeschmissen. Das macht gar keinen Sinn, was ich gesagt habe. Was juckt euch das? Ich verstehe das nicht. So, ich kann das hier drücken. Ich kann nur jetzt nach oben. Ich kann nur noch unten. Kann ich nur noch nach rechts. Kann nur nach oben, nach unten. Aber was suche ich denn? Was brauche ich denn hier? Was will ich denn erreichen? Das hier, will ich das hier erreichen, dass das hier da ist? Also ich check's nicht. Soll ich da was reinstecken? Wenn ja, was? Ich habe viel Revolver-Munition. Ich habe sehr viel Revolver-Munition. Ich habe sehr viel Müdigkeit. Mir egal, Leute. Ich gehe jetzt in den Kolibri. Ich gehe jetzt in diesen Höllenraum. Nix hält mich auf. So, jetzt den Repair Spray benutzen. Töten. Töten. Ich habe sie umgebracht. Es ist vorbei. Nein. Das habe ich schon gelesen. Ja, Reparaturspray mitnehmen. Kein Durchgang. Ach du Scheiße, ist dein Storch gestorben? Die Arme. Die Arme. Oh Junge, ich tut mir so leid. Alter, ich werde mich immer fertig, wenn Störche sterben. Eigentlich gar nicht so. So, muss ich so mitnehmen, let's go. Let's go. Ey, wer gab's denn? Was sind das für Bilder? Keine Ahnung, wir tun irgendwie die Schläuche am meisten, Leute. Ich weiß nicht warum. Guck mal, darum, wenn man nicht reinkommt. Die Türen sind einfach völlig. Ich geh's runter. Mein Licht geht nicht. Defekt. Oh ne. Es ist so dunkel, es gefällt mir gar nicht. Okay, ich kann einfach durchlaufen. Was ist das?
Hallo. Schutzhelme liegen zwischen Stapeln vertraulicher Akten. Okay. Du bewegst dich. Ara. Oh, du bist es. Was machst du denn hier? Sollst du nicht in der Mine sein? Deine Taschenlampe. Zeig mal her. Versuch's jetzt mal. Oh, nice, danke. Unfassbar, nicht wahr? All diese Akten. Die denken, sie wüssten alles über uns. So viel Gelaber über Persona und Stabilisierung. Dabei wollen sie nur, dass wir die Klappe halten und arbeiten, bis wir tot sind. Wie ein schlechter Witz. Was soll das heißen, du erinnerst dich nicht an mich? Bist du auf den Kopf gefallen? Was für eine Älteste sind wir? Ich bleib hier. Nie im Leben gehe ich wieder zur Arbeit. Wie kann man so base sein? Ich liebe Aras. Ich liebe sie auch. Junge, ich liebe einfach alle Vögel hier. Alle Replikas. Alle Replikas sind meine Freundinnen. Gott, das klang so peinlich, Junge. Der Schlafentzug macht echt Lachen mit mir. Ich hab das gerade wirklich gedacht. Ich weiß nicht warum. Ich dachte mir so. All diese Personas, alle von denen sind sympathisch. Das habe ich mir gedacht. Gott, Junge, war das gerade peinlich, Alter. Könnte ich aufgehoben werden. Ah, es tut mir leid. Leute, dass ich so viel Cringe abgelabert habe. Aber ist auch witzig. Ich muss auch sagen. Für eine Cringe-Compilation reicht es für alle mal. Also was bringt das bis jetzt? Denn? Keine Kartendaten. Ich habe hier nur eine depressive Ara, die ich verstehen kann. Und das war's dann. Okay, dann gehe ich wieder hoch. Raus hier. Oh, so bin ich aus dem raus hier. Okay, gut, dann heißt es jetzt folgendes. Wir gehen hoch und machen erstmal Entladung. Vielleicht habe ich noch einen Schlüssel rumliegen, mal gucken. Erstmal gehen wir hoch. So, was können wir denn alles Schönes einlagern? Wir brauchen erstmal auf jeden Fall Repair Spray nicht, denn das können wir unten hier kombinieren mit Repair. Okay, wir machen das ganz cringe machen wir das jetzt. Wir nehmen das. Eins, okay, so, wir haben mich jetzt nicht mehr genommen. Kombinieren das da drauf, haben Reset Plus, Repair Spray Plus. So, jetzt nehmen wir das hier, machen wir das hier rein. Bro, kann ich einfach direkt kombinieren. Gut, mir gefällt der Revolver sehr. Aber ich brauche starke Sachen, damit ich die Leute lahmlegen kann. Revolver, Schrotflinte, Revolver Ammunition. So, jetzt habe ich einen Slot frei. Kann ich speichern. Ich will jetzt weitermachen. Ich will weitermachen. Ich will jetzt, denke ich, nicht zum Ende vom Spiel kommen. Ich will aber zum Ende von diesem Teil. So, die Shotgun laden. Da war noch irgendwas, was ich mitnehmen konnte, oder? Nee. Okay. Alles clean hier. Alles sauber. Raus hier. Kolibris, Junge, die tut mir echt leid, die der gerade in der Bibliothek rumhockt. Wer raus da, bevor die überhaupt schlecht. Alter, die Musik ist aber so am Ficken, Junge. Ein Teil vom Mechanismus fehlt. Woher kriegt ich diesen Teil vom Mechanismus her? Vielleicht von hier unten. Ich hab keine Ahnung. Es sind wirklich die Räume übrig, von denen ich nicht weiß, was ich da jetzt genau machen soll. Wir kriegen es aber hin, Leute. Wir kriegen das denn. Wir sind die Besten. Ich bin hellwach. Nein, bin ich nicht. Ich bin gar nicht wach. Ein Aura-Ray, das eine rotierende Ansicht der aktuellen relativen Position des bewohnbaren Planeten des Sonnensystems zeigt. Ich kann nichts machen. Vielleicht, wenn ich...
Bringt was, bringt gar nichts. Ich weiß nicht, vielleicht bringt. Vielleicht muss ich irgendwas mit dem Funkgerät machen. Ne. Kein Eulenlieder mehr. Rest in Peace, Falke. Aber hier muss man irgendwas was machen. Okay, machen wir weiter. Das war schon mal. Das heißt, wir gehen jetzt mal hoch zur Bibliothek. Ja, wir gehen zur Bibliothek. Wir gucken uns noch alles an. Was steht in diesen Fakten? Akten, Kolibri-Probleme, die Kolibri-Kaktika, richtig ab. Ich habe keine Ahnung, warum die mir so leid tut, aber sie tut mir fucking leid. Ich weiß einfach nicht, wie ich es gerade erklären soll. Ich bin fucking müde. So. Was will ich denn hier erreichen? Was will ich denn? Ich will irgendwas auswählen, glaube ich. Ich will das hier auswählen aus irgendeinem Grund. Aber ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht klären. Ich glaube, das ist ein gutes Gefühl. Ich gehe mal hoch. Okay. Dann gehen wir hier nach rechts. Dann jetzt nach oben. Perfekt. Will ich das Buch da? Warum? Ich weiß nicht warum. Vielleicht will ich das ja. Verdammt, ich bin ein Genie. Astrolabium. Was das immer auch ist. Ist das nicht der König in Gelb? Aber wie soll man das erkennen? Jetzt mal ehrlich. Könnte man erkennen, dass wir das Buch heben? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ehrlich, Jungs und Mädels. Ich habe das nicht erkannt. Ich habe nicht gewusst, dass ich das jetzt mitnehmen soll. Ich habe nicht mal gelesen, was das ist, und gehe schon direkt hier rein. Ein seltsamer, urwerksartiger Drehmechanismus mit astronomischen Symbolen auf der Vorderseite. Die Rückseite des Geräts sieht so aus, ob es in einen größeren Mechanismus eingefügt werden könnte. Ja, den von Adler. Ja, da war das Bild mit dem Ding hier gar nicht so verkehrt. Ach, nochmal eins. Sicher. Ey, ich bin gar nicht so blöd wie, ich bin gar nicht so dumm, wie man Leute denken, ey. Warum soll man überhaupt denken, dass ich dumm bin? Ich bin fucking schlau, ich hab einen IQ von 110, Digga. Ihr glaubt mir nicht? Ich hab einen fucking Test gemacht. Ich hab einen IQ von 110, haltet ihr euch alle Fresse, egal was ihr gerade gesagt habt. Nee, Jungs, aus mir spricht der Schlafanzug. Ich hab keinen IQ von 110, sondern 114. Ha, gefickt, ihr Hurensöhne. Nein, jetzt Butter bei den Fischen, ich will nicht übertreiben. Früher hatte ich einen IQ von 114, jetzt habe ich einen IQ von 108. Also, bisschen ganz wenig über dem Durchschnitt, alles cool. Warum ich das sage? Es hat eigentlich nichts auszusagen. IQ sagt nichts mit Intelligenz oder hier Fähigkeit, Probleme zu lösen aus. Gar nichts, null. Der Sound. Ey, den Sound kenne ich von irgendwo. Mir fällt ja gar nicht ein von wo, aber. Der kommt mir bekannt vor, der hat noch andere Spiele verwendet. Wie kann ich jetzt meine Bilder angucken? Nein, keine Störche. Da muss ich, glaube ich, benutzen und Fotos ansehen. Aber cool. Ich finde, das ist ein cooles Mechanic-Ding. Ja, gucken wir an. Bujan Rotfront. Okay. Also das ist ja eindeutig der Gasriese.
In welcher Stellung das jetzt sein soll, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass das jetzt so auf jeden Fall sein muss, weil der Gasriese ist neben dem Heimatplaneten, Regierungsplaneten. Und so. Rotfront ist so diagonal. Oh Scheiße, jetzt hab ich. Ah ne, hier, okay. Ja. Warte, so. Okay. Das ist so, das passt so, glaube ich. Ja, das geht so. Ah, fuck, Alter. Und dann der nächsten ist so. Fuck, nein, hallo, stopp. Der ist so hier rechts. Okay. Doch nicht richtig? Ich sehe gerade, das Ding formt Signalis, also das Logo von Signalis, das Spiel. Okay, aber das ist doch das Scheinbild, oder mich komplett behindert. Bujan ist da. Heimat ist dort. Gibt's irgendwelche Anhaltspunkte? Also älter von der Persönlichkeit her ist W. Riesengroßes W. Großes W. Menschen, die stoisch sind, sind W. Ah, ich verstehe. Vielleicht brauchen wir die Position, wenn der hier oben ist. Aber eigentlich ist sie gleich. Die bewegen sich ja... Gleich schnell? Bewegen sich gleich schnell? Ich weiß nicht. Egal, wir machen so ein Foto. Das ist auf jeden Fall richtig. Nein, nicht die Library, ich habe keinen Bock auf Bücherei. Aber Büchereien sind eigentlich richtig cool. Bücher allgemein sind richtig geil. Legit, ich lese so wenig, man sollte eigentlich viel mehr lesen. Ah fuck, Führungskommando war schon richtig. Bist du zum Führungskommando? Ah scheiße. Aber so wie ich es verstanden habe, ist so. Machen wir das jetzt. Let's get the spread. Wenn Leng hier oben ist, dann ist darunter. Okay. Der Stern ist da oben. Das passt so. Aber der Rest macht irgendwie keinen Sinn. Rotfront müsste ja da unten sein. Und Bujan dann so schräg. Das habe ich doch gemacht. Das ist doch das hier. Ich hab's doch so gerade gemacht. Oder ist Rotfront noch weiter hier? Ne, das kann nicht sein. Ich verstehe das nicht. Ne, ich check das echt nicht. Welche Konstellation will er dann haben? Steht irgendwas in seinem Tagebuch, ja. Ich hatte ein Deck Karten mit astronomischen Symbolen und sie sollte den Planeten erraten, der auf der Karte abgebildet war, die ich hielt. So. Ich ergänze, die Karten sind hier, das heißt. Erraten. Wir sollen raten. Oder war im Briefing Room actually Hinweise, wie man das lösen kann? War ein Kolibris-Raum so ein Hint darauf? Die reden da über mich, das mag ich gar nicht. Über jemanden anderen hin.
über jemand anderen in den Rücken reden. Unfassbar. Ja, selbst bei Replika sehe ich da. Absolut kein Verständnis für. Aber keine Hits, keine Hints, gar nichts. Keine Hinweise. Soll ich raten? Raten ist möglich, das ist kein Thema. Das sind ja 4 Zeichen. Eins kann man nicht bewegen, das sind 3 Zeichen, die man bewegen kann. 3 Fakultät, das ist 3 mal 2 mal 6. Das sind 6 Möglichkeiten, die man miteinander ausprobieren kann. Aber das will ich nicht machen, ich will es auf die schlaue Art und Weise machen. Ich will es auf die. Vielleicht gab es hier Hinweise. Okay. Ja, was wenn Rotfront gar nicht das da ist? Was wenn es Kitze und Vinita sind? Ja, probieren wir es auch mal aus. Was haben wir denn schon verlieren? Fucking hell. Was soll das denn heißen? Vielleicht ist das Rotfront. Ja, vielleicht ist das ja Rotfront. Oh, das passt, nur Rotfront stimmt nicht. Will ich mich verarschen, Junge? Ich hab keinen Bock auf Raten. Hier sind doch Sachen hier rum, die liegen. Kreuz, das. Hier ist Kreuz, darunter ist. Ich kann es nicht mehr erkennen. Sind so Hinweise sein, die funktionieren nicht. Ich bin abgefuckt, weil ich gerade nicht drauf komme. Das Spiel kann nichts dafür, by the way. So. Das müsste das sein. So, das ist es nicht. Bujan. Ist das Bujan? Nein. Ah, Moment, das sind ja verschiedene Stellungen, die man hat. Das sind 3 Symbole und die haben. Oh Gott, das sind ja viele Stellungen, die man probieren kann. Ja, das ist so viel Fakultät, erraten wird schwierig. Tatsache, okay, ich habe verstanden, welche Planeten sind. Bujan ist das Sechseck. Rotfront ist Rotfront, die große Kugel. Und jetzt kommt die Sache. Kites. Ich kann nicht mal reden. Ich sehe jetzt, glaube ich, die dümmste Scheiße. Die Leute, die nicht wissen, was ich gerade meine. Und ich. Mein Mund ist vorsichtig und trocken. Kites und Veneta sind die beiden Striche, weil es beide Planeten sind. Und Heimat ist Heimat. Und es bleibt oben. Gott, Junge. Das war doch einfach, Junge. Egal, wir müssen die Administrator-Schlüssel nehmen. Und wir haben ein Tagebuch. Schreintagebuch. Oh Gott, das sind 11 Seiten. Oh Gott, ich bin doch gar nicht bereit dafür. Mein Mund ist trocken. So. Schreintagebuch. Datum: 84.1.1.D. Wieder ein neues Tagebuch angefangen, wie die Zeit verfliegt. Die Arbeit ist stumpf und monoton wie immer in Sierpinski, aber ein heller Schein erleuchtet meinen Tag. Heute wurde ich zu einer Besprechung mit Kommandantin Falke eingeladen und sie war grandios wie immer. Ein weiterer Tag verstreicht, während meiner Besprechung mit der Kommandantin heute hatte ich das seltsame Gefühl von Vertraulichkeit, als ich bei ihr saß. Den Satz habe ich kurz beendet. Leider wurde unsere Besprechung von einem unerwarteten Stromausfall unterbrochen. Ich fühle mich seltsam paranoid diese Tage. Nie zuvor verspürte ich so stark das Gefühl von Déjà-vu wie in den vergangenen paar Tagen. Als ich heute durch die Seiten meines Tagebuchs blätterte, fiel mir auf, dass ich aus unerklärlichen Gründen meine letzten paar Einträge all mit dem heutigen Datum datiert habe. Welch ein peinlicher Fehler. Jeder Tag fühlt sich ein bisschen an, als ob ich ihn zuvor durchlebt habe. Und nur stärkt das Gefühl, dass irgendwas irgendwie ein bisschen falsch ist. Wieso ist mein Tagebuch voller Einträge, an die ich mich nicht erinnern kann, sie geschrieben zu haben? Warum sind sie alle auf heute datiert? Geht mir der Verlust meiner geliebten Kommandanten an den Verstand? Werde ich wahnsinnig? Mir graut davor, was mir bevorsteht, sollte jemand davon erfahren. Ich bin auf mich selbst gestellt.
Wenn sie meine Notizen decken, werde ich auch ausgemustert. Irgendwas stimmt nicht. Ich kann es spüren. Ist das wirklich Wahnsinn? Wenn ich die Seiten meines Tagebuchs lese, kann ich mich an Ereignisse erinnern, die nie passiert sind. Ein Gestern, das nie gewesen ist und sich doch so real anfühlt, als wenn es wirklich passiert wäre. Das kann nicht einfach nur ein Versagen des Verstandes sein. Es fühlt sich so an, als ob ich in diesem Zimmer in einer anderen Version der Realität spielen kann. Wie? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch wie die anderen krank geworden, ohne es zu merken. Aber ich werde nicht erliegen. Eine langsame Akkumulation von reproduktiven Fehlern, eine graduelle Korruption von Informationen, eine Geschichte, falsch erinnert. Langsam verwandelt mit jeder Neuerzählung wie Genmaterial, das mutiert und sich entwickelt, wie das Replika-Gehirn. Immer und immer wieder kopiert von einer alternden Vorlage. Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Die Antworten liegen in der Tiefe. Ich kann es spüren. Jemand oder etwas ruft mich von dort, in der Mine. Oh, Junge, das erinnert mich so sehr an Ghost in the Shell. Standalone-Komplex. Gott, das ist so... Der Anime ist doch fucking alt und man merkt es auch, aber der ist so gut eigentlich inhaltlich. Vor allem die ganzen Standalone-Komplex-Folgen. Also wenn jemand keine Animes geschaut hat und gerne Animes schauen würde, die in die Tiefe gehen, Ghost in the Shell, den Film von 1995 und die Lehre dazu Standalone-Komplex. Das ist absolut... wie heißt das? Cyberpunk High Level Fantasy, ich weiß nicht, High Level Fantasy, ich laber so eine Scheiße. Halt, Cyberpunk Opus, Magnus Opus, genau. Das tollste, zusammengebauteste, was es gibt. Wenn es Cyberpunk geht. Okay, ich hab den Admin Key, aber wofür brauche ich den Admin Key? Dafür brauche ich Minenschacht, oder? Wo brauche ich den Admin Key? Wo war nochmal ein Admin Key? Da war das. Nee, das war der Minenschacht. Okay. Ja, Leute, wir speichern erstmal, bevor wir da reingehen. Das wird ja noch so bunt hier. Ich laber so einen Müll. Egal, Minenschacht. Abfahrt. Die Minenschacht, Zugangsliftsteuerung. Wenn sie noch lebt, ist sie vermutlich dort. Den Fahrstuhl zur Mine nehmen? Ja. Ey, jetzt kenn ich auch. Ne, ich putz mich mal. Ich weiß, dass du hier bist. Ich habe das ja schon endlos oft getan. Du gehörst hier nicht her. Oh! Sie hat Adler gekillt. Zyklus. Was zur Hölle? Keine Kartendaten, okay. Er ist jetzt größer geworden, die Kamera ist näher dran, das sagt mir irgendwas, das wirkt echt intens. Ey, ich spiele bis zum nächsten Speicherpunkt, aber ich wollte finish, Alter. 6 Stunden Aufnahme. Editing-Roman wird Spaß haben. Ich bin auch der Aufnahme-Roman, der Typ, der jetzt noch Spaß haben kann. Was ist das alles hier, Junge, what the fuck? Hochleistungsbergbaulaser. So groß und so schwer für mich. Ach komm, stell dich nicht so an. Du bist bei 1,75 und wiegst wahrscheinlich 60 bis 70 Kilo. Ich bin ein absoluter Fettsack. Ich weiß nicht, was ein gesunder BMI ist. Das sagen die Papageien. Ich nenne sie Papageien. Ich weiß, die heißen anders, aber der Vogel heißt Papagei eigentlich. Irgendwie passen die Grafiken gar nicht. Wo bin ich? Vorsicht! Monofilamentfaser.
Durchmesser 2 Nanometer durchschnittlich. Vorsicht, Lebensgefahr. Monofaser schneidet Digital und mühelos durch Gliedmaßen und Ausrüstung. Immer Schutzkleidung tragen. Niemals Monofaser ohne Schutzausrüstung berühren. Nur in gut ausgerichteten Räumen benutzen. Okay. Also, willst du das nicht anfassen, bitte? Ich will doch nur zum nächsten Speicherpunkt kommen. Wieso habe ich keine Kartendaten? Nichts. Das ist so ein großer Raum, ne? Wo bin ich denn hier? Oh, da ist eine Mineeinheit. Ah, hallo. Sie sind kein Protektor, oder? Was führt Sie hier? Ich bin Beo. Wenn Sie hier unten sind, suchen Sie vermutlich nach etwas. Ich würde Ihnen ja helfen. Aber einer meiner Hydraulikleitungen hat versagt und ich kann mich nicht bewegen. Ich bin so gut wie erledigt, also können Sie mich einfach hier lassen. Alle Replikas, die ich treffe, sind fucking dead. Sei es mental, sei es innerlich, sei es krankheitsmäßig, sei es einfach hier legit kaputt. Es tut mir alle leid. Es ist sinnlos, eine alte Einheit wie mich zu reparieren. Also machen Sie sich keine Kopf drüber, ja? Das wäre nur Materialverschwendung. Nein. Ich würde Ihnen meinen Minenlaser anbieten, aber ich fürchte, Ihr Gestell hat nicht die nötige Leistung. Sehr vermutlich mehr Glück mit einer Pistole. Ich sollte etwas brauchbares... Es sollte das brauchbare Werkzeug Minenbüros südlich von hier zu finden sein. Oh, nice. Danke für den Tipp. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Es gibt viele Sätze für mich. Wir sind schließlich nur Replikas, nicht wahr? Ah, der Dialog ist fucking deep. Weil wenn man im Kopf behält, dass die ganzen Replikas menschliche Erinnerungen haben. Das heißt, es waren mal Menschen. Wir basieren auf Menschen. Das ist aber abgefuckt. Als würde das nicht schon einen Tropfen auf dem Ozean. Wenn ich sterbe, machen Sie einfach eine neue. Danke, dass Sie mich hier. Danke, dass Sie mit mir geredet haben. Kein Problem. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Legit reden bringt sehr viel. Also wenn er meint, dass jemand Hilfe braucht, redet er auch mit ihm. Selbst wenn das so eine Replika ist, die gerade am Sterben ist, selbst da hilft es noch. Deswegen rede ich auch mit... Ach Gott sei Dank, Speicher rum. Deswegen rede ich mit den ganzen Replikas auch hier. Weil ich würde auch mit jemandem reden wollen, wenn legit ich weiß, dass ich einfach sterben würde. Oder sterben könnte, wie die Eule da im vierten Untergeschoss. Nein, das sehe ich nicht. Ich habe eine Leuchtpistole aufgehoben. Ich weiß nicht, wie ich das umgehen kann. Neues Item, neues Glück. Ich speichere erstmal. Hier, Protector Silver. Jawohl. So. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt wahrscheinlich pennen. Bis dahin. Gute Nacht. Oh fuck, ich habe die falsche Taste gedrückt.